MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hey zusammen, mein Name ist Herbert von GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zum American Truck Simulator. Ja, es ist vorgestern, nicht heute, es ist vorgestern. Es ist immer noch Donnerstag für mich und ich heiße euch natürlich erstmal herzlich willkommen hier zu unserem wunderschönen Gameplay hier mit unserem schwarz-weißen Blitz. Sieht der nicht schön aus? Habt ihr gesehen? Wollt ihr nochmal gucken? Moment. Das ist übrigens eine neue Lackierung. Zu sehen in der letzten Folge. Also eine Folge zurück. Gibt übrigens eine Playlist. Also falls ihr keinen Bock habt jetzt Folge und Folge zu suchen, einfach auf die Playlist gehen. Link dürfte in der Beschreibung sein. Wenn nicht, einfach auf meinen Kanal gehen. Hoppala. Das war die Sau in mir. Was habt ihr eigentlich so zu Hause für einen Computer? Das würde mich mal interessieren. Habt ihr so einen typischen Arbeits-PC? Also das hatte ich früher in meiner Jugend, wo ich so, boah, wie alt war ich? 14, 15, 16, 17, 18 bis 18 war das so ungefähr. Hatte ich so einen typischen Arbeits-PC. Heutzutage all die PCs. Die waren nicht schlecht. Man konnte drauf spielen, sah aber alles ziemlich scheiße aus. Und ein guter Kumpel von mir, hallo, ich grüße dich, Torge, falls du das jemals hören solltest, unwahrscheinlich, weil er sich dafür überhaupt nicht mehr interessiert, aber das ist egal, hatte dann einen richtig geilen PC und da entstand der Neid. Und ja, wir sind keine reiche Familie gewesen und sind es, glaube ich, immer noch nicht, also ich weiß nicht, was Reichtum bedeutet, also mein Reichtum besitze ich, das ist meine eigene Familie. Manches Reichtum, Porsche, Ferrari, Lamborghini. Meins ist meine Familie, die ich jeden Abend sehe und mich freue darüber, dass sie gesund und munter ist. Also besaß ich ja doch damals Reichtum. Dann besaß ich damals nicht genug Geld, um mir auch so eine Killermaschine zu kaufen. Und damit habe ich mir das dann zusammengespart, bis ich damals einen richtigen geilen Rechner hatte. Und ja, bis zum Status jetzt ist natürlich ein Weilchen her. Jetzt gehe ich fest arbeiten, kriege mein festes Arbeitsgehalt und damit kann man sich natürlich seine Wünsche deutlich einfacher verwirklichen als früher als Schüler. Ja, was habt ihr so für einen PC? Also ich schätze mal, 30% von den ganzen Zuschauern wird ein Notebook besitzen. Die anderen 30% werden ein Gaming-PC besitzen und die letzten 40% besitzen ein Laptop. Das ist so meine Vermutung. Und Leute, es wäre cool, wenn ihr diese Fragen beantworten würdet. Weil ich sehe es immer wieder, dass sehr wenig kommentiert wird. Ich meine mal so, die Kommentare sind ja nicht umsonst da unten. Ne? Und wenn ihr nur schreibt, freut mich, cooles Video, danke. Oder freue mich aufs nächste Video. Irgendetwas, Leute. Lasst euch mal was einfallen. Textet da unten die Kommentare mal so bestialisch voll, wie ihr nur könnt. Ich lese abends diese Kommentare sehr gerne. Und wenn ich unter manchen Videos nur sehe, 2 Kommentare oder 3, oder sagen wir mal 16, bin ich traurig. Ich weiß nicht. Entschuldigung. Wisst ihr, wie ich das meine? Man ist dann irgendwo an einem Punkt angekommen, wo man sagt, das finde ich aber jetzt schade, dass das so kommt, dass keiner kommentiert. Dann stehen da 16 Kommentare, darunter 3 Spam. Das alles toll ist. Oder lustige Kommentare, könnt ihr auch schreiben. Schreibt einfach mal los. Schreibt da einfach mal unter die Videos, die ihr gerne guckt, Kommentare. Das würde mich freuen. Damals hatte ich das Problem, dass niemand meine Videos bewertet hat. Ob schlecht oder gut, sei mal dahingestellt. Es wurde gar nicht bewertet. Und dann sitzt man zu Hause und denkt sich, ja, gefällt es demjenigen, weil die Leute ja nicht kommentiert haben? Oder gefällt es denjenigen nicht? Weil man weiß es ja nicht. Die Leute haben weder kommentiert, noch geliked, noch disliked. Und deshalb bin ich der Meinung dann, okay. Was mache ich da jetzt am besten? Da spielt jemand Counter-Strike Global Offense.
Office? Ich weiß es gar nicht. Jetzt bin ich überfragt. Zur Fahrzeugüberprüfung bitte eine nahegelegene Wiegestation aufsuchen. Sehr gerne doch, weil das kostet nämlich auch nochmal 550 Ocken, wenn man da nicht reinfährt. Ha. Guckt euch an, wer hier steht. LKW Gesamtgewicht 29 Tonnen. Vielen Dank für Ihre Kooperation und eine gute Fahrt. Dankeschön. Ich muss ja gerade aufpassen, da stand tatsächlich die Bullerei. Was macht ihr eigentlich, wenn der Sommer kommt? Geht ihr raus schwimmen oder... Also wir freuen uns auf den Sommer. Wir haben einen kleinen Garten direkt am Haus. Und dann wird natürlich wieder der Pool aufgebaut. Es ist zwar Hannas Pool, aber dieser Pool ist so cool und so riesig, dass wir locker da, ich glaube, reinpassen. Ich denke mal, ich weiß es gar nicht. Wir hatten das letztes Jahr leider nicht ausprobieren können, da... Madame ja krank wurde und da habe ich gesagt, ja, alleine runter und Hannah dann irgendwo abschieben, ist auch asozial. Von daher haben wir das nicht getan. Der hat einen Springbrunnen, das kommt aus dem Elefanten raus und so weiter. Also es gibt schon coole Sachen für Kinder, ne? Das muss man einfach mal gesagt haben. Aktueller Durchschnittssspritverbrauch liegt bei 67,8 Liter pro 100 Kilometer. 100 Meilen, Entschuldigung. Ob das jetzt okay ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ne? Ich find's was happisch. Da stehen sie wieder. Da! Ich sehe euch. Geht weg. So. Warum ich auf Polizeiwagen gespuckt habe? Weil ich, ich wollte gerade selber antworten. Warum ich auf diesen Polizeiwagen gespuckt habe, ist ganz einfach zu erklären. Die Lümmel stehen hier so verdeckt und so versteckt und verdeckt. Mich wundert es, dass da vorne in dem Grashalm keiner sitzt. Am besten mit so einer Laserpistole oder so. Und wartet nur darauf, dass ich ein km/h zu schnell habe. Oder eine Meile, sage ich mal. Ein km/h muss es ja nicht mal sein. So, wir werden müde. Wir müssen planen. Bis Stockton werden wir nicht mehr kommen. Wir werden hier vorne rausfahren. Ganz kurz. Also hier in Santa Cruz in einer Viertelmeile werden wir kurz abbiegen. Hier werden wir jetzt so gesehen rausfahren. Dann einmal hier runter. Oh mein Gott. Es ist ganz schön schwer, Leute. Diese schweren Kisten hier abzubremsen. Klar, ich könnte auch schon vorher gebremst haben. Habe ich aber nicht. Muss man ja mal so sagen, wie es ist, ne? Okay, wir ziehen hier eine Raupe durch die Gegend, ne? Das muss uns auch klar werden eigentlich. So, hier können wir nämlich nächtigen. So. Oh, hier sind ja noch ganz viele Parkplätze frei. Sehr schön. So. Da freut man sich auf den wunderschönen Sommer. Und was ist es? Es ist am Regnen. So.
So, jetzt fahren wir erstmal in Richtung Ziel. Richtung Ziel. Entschuldigung. Ah, zu geil. Um 12 Uhr mittags wird zurückgeschissen. Kennt ihr Werner? Oh, ich liebe Werner. Werner ist so cool. In dem Moment, wenn man den Blinker anmacht, fahren die wie die Geier los. Um rechtzeitig um die Kurve zu kommen. Unfassbar. Also die Sonnenblende funktioniert ganz gut. Wir werden hier drin nicht von der Sonne belästigt. Gibt ja Sonnenblenden im ETS 2, die es überhaupt nicht drauf haben. Wenn die Sonne dann genau über einen steht, wird alles extrem hell und überstrahlt. Hier muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden. So, ich stelle den Scheibenwischer mal auf komplett manuell ein. Das heißt, wenn ich drücke, kommt er. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ich drücke, kommt er. Ah, nicht drüber nachdenken. Boah, beim Zocken sauf ich einen weg, das ist unfassbar. Also ich nehme jetzt ungefähr seit 45 Minuten ja auf. Pi mal Daumen, 40 Minuten sind es jetzt ungefähr. Und stelle fest, dass mein Getränk jetzt schon so gut wie leer ist. 1,5 Liter. Oder? Na, 1,25 Liter, Entschuldigung. Nicht verkehrt, oder? Ich bin sogar sehr zufrieden damit, mit der ganzen Situation. Ich merke aber auch gerade, dass ich nicht mal einen Scheibenwischer brauche. Selbst für zwischendurch mal anzumachen, wäre es eigentlich schon zu schade. So, mein Autoschlüssel weggeräumt. Ich finde das übrigens cool. Viele Fahrzeughersteller haben es. Ich habe es aber zum ersten Mal bei Renault selbst gesehen, dadurch, dass wir an Renault fahren, das Keyless-System, was ich total cool finde, heißt einfach Hand in die Türe, zack geht's Auto auf, solche Geschichten, ich finde es total genial. Sowas macht Spaß. Ist natürlich wieder ganz viel technischer Schnickschnack, den man eigentlich natürlich nicht braucht. Auch keinenfalls benötigt. Aber er ist da und das ist das Coole daran. Dieser technische Schnickschnack ist einfach da. Ach ja, wir haben 28 Grad im ATS und es sickt aus Eimern. Da bringt einem das schöne Wetter auch nichts. Wenn es die ganze Zeit nur am Regnen ist. Können die Leute ja nicht mal raus. Ja, keine Leute auf den Straßen. Okay, wäre schlecht, wenn jetzt hier einer rumlaufen würde. Ich glaube, ich habe einen Pickel am Ohr. Es fühlt sich zumindest danach an. Es tut auch gut weh. Hm. Ist natürlich doof, wenn man mit Kopfhörern spielt. Tut das Ganze dann nochmal eine Packung ordentlicher weh. Wir dürften doch jetzt gleich angekommen sein, oder? Ja, ach, da vorne um die Ecke sind wir ja schon da. Sehr schön. Welcome in Stockton! Jetzt müssen wir unbedingt auf dieses City-Schild achten. Nicht, dass wir wieder mit 55 da rumcruisen, wo schon lange 33 oder 30 herrscht. 33 vor allen Dingen. Nur 33 km/h, tut mir leid. Sie sind 34 km/h zu schnell gefahren. Also mit 34 km/h wurden sie geblitzt. 1 km/h zu schnell, Führerschein weg.
In Stockton ist es ruhig. Zu ruhig, wenn ich das mal so erwähnen darf. Weil ich finde es schon irgendwo kurios, dass vor einmal nichts mehr los ist. Ja, ist ja nicht so schlimm, ne? Müssen wir zu Coastline? Ich schätze mal, ne? Ja. Coastline Mining. Da müssen wir auch hin. Den Tonnendigger. Ne, den 15-Tonnen-Digger. Cooles Gefährt. Gefällt mir sehr gut. So, wir müssen jetzt nochmal, wie immer, nachschauen, wie wir wohin müssen. Ich denke mal, wir müssen... Ja, wir müssen wieder rückwärts fahren. Deshalb fahre ich hier das Stück geradeaus rein. Und wir nutzen einfach hier die Ecke zum Drehen, so gesehen. Hoppala. So, da vorne müssen wir auch schon hin. Sehr schön. Das hat doch gut funktioniert. I think I like it. Errungenschaft erfüllt. Sehr gut. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen im Part. Bis dahin, Leute, bleibt mir seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut.